Hallo und willkommen beim Spiele-Dino Adventskalender zusammen mit Melli und Angelo. Präsentiert. Und ich heiße jetzt immer Melli. Ja, viel so. Einfacher. Präsentiert von spieletastisch.de, der uns, der liebe Sascha, wieder mit Spielen für diesen Adventskalender unterstützt. Unter anderem vielen Dank dafür. Ja, es ist wieder soweit. Schon wieder ein Jahr rum. wir haben wieder 24 Türchen für euch mit tollen Spielen von klein bis groß. Wir haben kleine Gastbeiträge für euch dabei. Es werden immer wieder also Gäste aus anderen Kanälen oder so ein bisschen aus der Branche mit reinkommen, die euch nämlich Rätsel genau, auftragen. Warum? Weil dieses Jahr wird der Adventskalender definitiv anders werden. Wir werden euch nicht mehr mit öden, schnöden Fragen bombardieren. Nein, dieses Jahr hat anschließend gedacht, ach, das ist doch jedes Jahr das Gleiche. Was gibt's zu essen? Was schenkt ihr? Habt ihr schon alle Geschenke? Bla bla bla. Hat er keine Lust gehabt, hat er sich gesagt, nee, ich will dieses Mal rund ums Brettspiel alles tun und machen. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen Unterstützung aus der Branche haben. Und deswegen wird jeden Tag eine Frage gestellt, entsprechend zu einem Brettspiel. Oder was heißt Frage? Es gibt immer ein Rätsel dazu. Genau. Und bevor wir zu den Rätseln kommen, werden wir euch aber erstmal die Spiele vorstellen. Oder das heutige Spiel zum ersten Türchen quasi. Melli hat es ja schon vorbereitet. Und es ist nichts anderes als Harry Potter Dead Eater Rising von Kosmos. Englischer Titel, deutsches Spiel. Richtig. Worum geht's? Ganz wichtig. Wir sind die Harry Potter Helden, also Hermine, Harry Potter und wie sie alle heißen. Und wir werden kooperativ Voldemort, darf man nicht sagen, in seine Schranken weisen. Dazu hat man so eine kleine, coole Spielfigur, die dessen Namen man nicht sagen darf, repräsentiert. Und haben so ein Board außen herum, über das wir quasi neue Gefolgschaft anheuern können. Wir müssen gegen Schurken kämpfen und am Schluss, wenn wir siegreich sind, haben wir ihn besiegt und ansonsten haben wir das Ganze verloren. Und wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Ihr müsst das Rätsel der lieben Rita Model lösen, welches jetzt kommt. Hi, hier ist die Rita vom Podcast Spielen aufs Ohr. Und auch ich habe ein Rätsel für euch. Und das lese ich euch jetzt vor. Es handelt sich um einen Einführungstext. Komisch, mit dieser Brille liest es sich irgendwie nicht so gut. Also, piep, sagen sich sammelwütige Lords im altehrenwürdigen Londoner Club Antique und gehen auf die Jagd nach skurrilen Sammelobjekten. Pfeifenköpfe, Nachttöpfe, Masken, Star-Souvenirs, Spielzeug und alte Reklameschilder sind die besonderen Objekte ihrer Begierde. Um welches Spiel könnte es sich da handeln? So, lieben Dank, Rita. Ich hoffe, ihr kommt jetzt drauf und könnt das Rätsel lösen. Natürlich, wie immer, unten in die Kommentare einfach die Antwort. Nicht schummeln, nicht spickeln, sondern selber wirklich mal überlegen, was könnte es gewesen sein. Und dann gilt eben, ihr müsst mindestens 18 Jahre sein, eine Wohnanschrift in Deutschland haben. Beziehungsweise Postanschrift. Postanschrift in Deutschland. Ihr könnt natürlich auch keine Ahnung von Dänemark oder sonstiges kommen. Ihr braucht aber eine Versandanschrift in Deutschland und dann geht das Spiel eben auf Reise zu euch. Habe ich noch was vergessen? Nein. Nee. Außer, dass wir uns jetzt freuen, dass ihr wieder alle fleißig mitmachen werdet. Das war nämlich schon das erste Türchen. Wir sehen uns morgen zum zweiten Türchen weiter mit einem neuen Rätsel, dann präsentiert von uns beiden. Also sagen wir jetzt Tschüss und bis morgen. Ciao.